Oh, Leute, da geht der zweite Run los. Diesmal randomizen das Slot-Challenge. Ja, ja. Mensch, das ging ja schnell. Für meine Zuschauer, wer den ersten Teil von der Nuzlocke-Challenge mit Markus nicht gesehen hat, schaut ihn euch an, da wird alles erklärt. Diesmal machen wir randomizen das Nuzlocke-Challenge und der Markus führt gerne nochmal aus, was das bedeutet. Randomizen das Nuzlocke-Challenge heißt, ganz kurz gesagt, alle Pokémon, die uns begegnen, sind randomized. Das heißt, alle Generationen von 1 bis 5 sind in diesen sind möglich. Uns begegnen aber im wilden Gras keine Legis und auch nicht bei Trainern, sondern sind die ganz normalen Legis, die halt so auf dem Spielfeld auch dann kommen im Laufe der Story. Genau. Und wir dürfen nur immer das erste Pokémon fangen, was uns auf einer Route begegnet, sobald wir die Pokébälle erhalten haben. Außerdem dürfen wir nur ein Pokémon dann dementsprechend fangen pro Route, genau. Wenn ein Pokémon stirbt im Kampf oder sonst wie, ist es tot für immer. Für immer death. Kann man nicht mehr wiederbeleben. Wenn man alle Pokémon in einem Kampf verliert, so wie ich beim ersten Versuch, ist die Challenge vorbei und der andere hat verloren. Deswegen hat jetzt Chris schon einen Punkt. Weil, hallo Zombiefield, wir streamen schon seit 17 Uhr. Ja, ich habe die erste Challenge verloren. Für Chris seine Aufnahme, der nimmt das Ganze auf und lädt das auf YouTube hoch. Markus, wie war das nochmal bei der ersten Challenge? Was ist da nochmal genau passiert? Ich bin da eventuell gestorben, weil ich nicht gut genug gelevelt habe und die anderen OP waren. Meinetwegen. Ja. Aber jetzt haben wir auch die Möglichkeit, dadurch was Spannenderes zu bekommen, finde ich, weil jetzt nochmal alle Pokémon random sind, nicht nur die aus der Gen. Wir sagen, wir starten jetzt einfach los in 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh shit! Oh, kennst du, Alter. Kurz davor. Leute, nee, bei mir stehen die normalen Starter. Ja, jetzt habe ich dir doch gesagt. Ja, aber da steht auch der Name. Otaro, Floink und Zappifoy. So, jetzt kommen wir zu dem Starterbereich. Oh, das sieht schon mal gut aus. Oder sieht schon mal sehr schön aus. Ja, ich hab sogar einen Standardstarter mit bei. Echt? Was hast du? Ich habe einmal Shellast als Grastyp. Lol. Dann habe ich Bronzong. Als Feuer, also ist ja Stahl, aber es steht als Feuer drin. Und dann habe ich Flunkiefer. Lol. Alter. Hä? Okay, und ich habe Kinoso, das ist so ein Kieferboy, Pflanzenboy, nicht so nice. Ja. Ich habe Priolu, ultra heftig. Alter, was? Und Botogel, ein Eistier. Okay, dann nimmst du garantiert Riolo, oder? Also mal ganz ja, ehrlich. Ja, Monokles hat auch, glaube ich, seine Vorzüge, aber sind wir ehrlich, let's go, ich nehme mir Riolu. Ich weiß gar nicht, welche ich nehmen soll, die sind alle so gut. Nehme ich Shellast? Okay, aber Zappifoy ist mega schlecht in der... Boah, überleg mal auch, jetzt musst du gegen einen von denen auch kämpfen, ne? Ja, stimmt. Alles ist nicht challenge zum Glück. Bronze oder Flunkiefer ist halt die Frage. Flunkiefer ist halt auch Stahl. Stahl und Flunkiefer Fee. Ist halt auch echt nicht zu unterschätzen. Ja, ich nehme Flunkiefalter. Stahl und Fee ist eine richtig gute Kombination. Sicher nicht Chillas. Ich glaube, ich habe Chillas an deiner Stelle. Ja, Fee gibt's auch gar nicht in der Situation. Oh nein, stimmt. Alter, nein, ich bin so dumm. Können wir restarten? Nein, Mann, Alter, ich bin jetzt vorbei. Also, du darfst restarten, aber dann mache ich weiter. Okay. So, dann suche ich mir mal meinen Starter aus. Was haben wir denn diesmal dabei? Ja, also Bronson, Flunkiefer, ja. Okay, diesmal nehme ich Chillas, ja. Shellast? Shellast it is! Alter, crazy! Shellast! Das Dumme ist nur, wenn er jetzt Bronzong nimmt, da habe ich mit Shellast sehe ich nicht viel Land mit, ne? Egal. Egal, wenn du den ersten Kampf verlierst, ist ja nicht schlimm, das zählt ja nicht so challenge. Wie nenne ich meinen? Aber bevor du dann wieder gegen ihn kämpfst, solltest du ein gutes Pokémon bekommen. Ja. Wie nenne ich meinen Shellast natürlich? Bisasam! So, Randomizer. Okay. Das Fang-Tutorial ist nicht randomized, da kommt das Filio. Okay. Pizza, Pizza! Pizza, Sam! Dum, 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 dum. Also, ich bereite schon wieder meinen Tod-Sound vor. Sad Pokémon! So. So, dann mach ich mal hier den Markus lang. Oh, das wird zu schwierig, Alter. Vor allem ist er auch Stahl, da kann ich ja mit Tackle und so kann ich ja gar nicht. Ja, da will ich einfach weg. Das wird einfach nix. Das wird einfach gar nix. Aber weißt du, was auch noch dazu kommt? Wir werden nicht dieselben randomized Pokémon in den Spielern haben. Ja, ich weiß ja.
Auch wenn wir auch eine unterschiedliche Edition haben. Boah, das ist jetzt halt echt krasse Unterschiede. Das kann halt auch echt Vor- und Nachteile bringen. Ja. Na gut, konntest du auch vorher, ich meine. Ne? Wir dürfen sowieso immer nur das erste fangen, von daher. Ja. Vor allen Dingen jetzt ist er, als er mich herausgefordert hat, einfach mal kurz auf Englisch gewechselt. Ja, bei mir auch, voll strange, hab ich mal gedacht, hey, what the fuck. Hey, was ist los? Oh, I'm a very British dude, do you like a cup of tea? Alter, nee, er tritt jetzt echt mit Bronzong an. Na gut, aber wenn ich mit Feuer-Pokémon irgendwann fange, bin ich safe. Ja. Wo ist dein? Was kann dein Chillast? Tackle, wow, danke für gar nichts. Mein Riolu hat einfach nach dem Kampf ein Level abbekommen und kann Konter. Richtiger Badass dabei. Aber sonst kann er nur Rukzuki, das ist halt nicht so geil. Also das Damage kann er nur Rukzuki. Ja. Hypnose! Ja danke! Was soll die Scheiße? Bronzong hat einfach Hypnose eingesetzt. Boah, wie stark du wärst, eine Bronzong genommen hättest, so mit Hypnose am Anfang. Okay, restart. Nein. Okay. Also, das Mann, ist nicht safe, Alter. Ja. Okay, aber den ersten Kampf verliere ich safe. Da ist nichts zu machen. Ja. Aber ist okay. Ich hau mich in der Zeit mit der Stadt ein bisschen um. Alter Schwede, das ist doch nicht dein Ernst. Aber macht der wenigstens dir gut Damage, dass es nicht ewig dauert? Was macht gut Damage? Nee. Macht der wenigstens dir gut Damage? Er hat Konfusion eingesetzt? Naja, es geht. Eigentlich nicht so wirklich Damage. Also aber nicht so endlich. Der hat Konfusion und Hypnose direkt am Anfang, Alter. Das ist super stark. Aber ist das Bronzell oder Bronzong die Endentwicklung? Nee, Bronzell. Ah, okay. Ja. Also Bronzong übersagt. Ja. Ich dachte, okay, Bronzong hätte ich mir fast wieder überlegt, weil... Nee, halt Bronzell ist das schon. Okay. Na, dann geht's halt. Vielleicht gewinne ich doch. Ist ja lustig. Ich gewinne nicht. Ich habe noch 3 Leben. Bisam ist aufgewacht. Bisa. Und tot. Bronzong ist jetzt wieder überhaupt nur so ein, Alter. Ich kotze im Strahl. Nur um so danach, dass er dich danach ohne. Ja, der will mich einfach nur ärgern. Das ist einfach Demütigung so. Ja. Weil während ich schlafe, setzt er nochmal Hypnose ein. Der will mich einfach krass triggern. Der, wenn er jetzt nochmal Hypnose einsetzt, mach ich den doch weg. Oh, ich könnte das tatsächlich noch gewinnen. Jo, ich hab gewonnen! Der hat nur Hypnose eingesetzt und Bisasam hat das dann irgendwann nur noch abgewehrt. Ja. Ich hab einfach gewonnen. Ehre. Das ist halt dann aber auch Ehre, Bruder. Das ist einfach Ehre. Geil, Alter. Ich dachte safe, okay, Bronze gegen Chillast. Ich weiß, wer da gewinnt, aber... What the fuck, Alter. Manche Trainer sind so dumm. Zum Beispiel diese Trainer, die bei der ersten Arena verlieren. Entschuldigung. Entschuldigung, was? Entschuldigung. Bitte! Alter, was war das denn? So, ich habe jetzt mit jedem Dude in der Stadt gequatscht. Sehr gut. Hat die was Interessantes zu sagen? Ja, über das Leben philosophiert. Geil. Einer hat gemeint, hey, da vorne habe ich Rayquaza gesehen. Was passiert mit dieser Welt? Irgendwie sind hier komische Pokémon plötzlich. Ja, das Übliche halt, ne? Ja. Ich bin im Moment noch im Pokémon-Center und mir wird alles erklärt, wie alles funktioniert. Finde ich voll Tüfte. Den atemberaubenden Ausblick von der Aussichtsplattform auf die Bergketten muss man einfach gesehen haben. Da ist eine Nachrichtentafel, die sehr langsam einen Text runterfließen lässt. Die Trainerschule so. In Inventur. Ich dachte, du willst eine Dokumentation machen. Dank der vielen blühenden Blumen liegt stets ein süßer Duft in der Straßen von Eventura City. Schauen Sie einfach mal vorbei und lassen Sie ein Twitch Prime Sub da. Ein Name sagt mehr als 1000 Worte. Der Namenbewerter von Stratos City. Also Werbung. 16. Juli, Eventura City. Sonic Route 19, Sonic. Housing Sonic. Okay. Lol. Okay. Aber mal die Texte haben vorgelesen. Wenn du hoffentlich beim Tutorial angekommen bist. Ich bin immer noch im Tutorial. Es geht gleich los mit dem Fangen. Ja, meine ich ja. Ja. Oh, ich bin hyped, ich will das Gras berühren und mein erstes Pokémon fangen. Ich will das Gras berühren. Haha, krass.
Oh mein Gott, ich bin kurz ins Gras gelaufen. Ups, 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 ups. Upsi, einmal kurz gestriffen. Ja. Einmal kurz reingelippt. Alter, geil. So, jetzt lass mich bitte rennen hier. Geht mir nicht auf den Sack, Familie. Die denkt, ich hätte Serbifeu. Ha, dumme Mutter. Ich habe ein Bisasam. Bisa, Bisa. Oh, du hast ein... Oh, die Dame an der Theke hat das richtig erkannt. Die hat gesagt, dass ich ein Schellas dabei habe. Oh, echt? Ja. Oh, wie schlau die ist. Alter, die ist voll krass. Und die gibt mir sogar einen Trank. Du bist jetzt gebannt. So, du darfst gar kein Schellas haben. Das ist unmöglich, Bann. Ja, wie kannst du ein Schellas haben? Das geht nicht. Bann. Ich finde es mega gut, dass Pokémon keine solche Blockaden eingebaut hat. So, dass so Sachen nicht gehen sonst, weißt du? Ja, ich sag mal, in den meisten Versionen kannst du ja auch die Starter kriegen. Irgendwann. Ja. In anderen Generationen. Ja, aber dass sie halt so sagen, okay, am Anfang des Spiels zu dem Zeitpunkt kannst du unmöglich das haben, weißt du so? Ja. Aber ich glaube, die hatten einfach gar keinen Bock drauf. Und ich hab einfach gedacht, ja, komm, lass mal was mal. So, jetzt fang der Scheiß Fililo und lass mich weitermachen, bitte. Ja, sag an, sobald ich auch ins Cluster darf. Vor allem, die hat einfach 30 Pokebälle, was soll das denn? OP. Ja. Ich hätte gern 30 Masterbälle. Ja, true. Weißt du noch, damals bei Pokémon Rot und so, wo man sich Missing No fangen konnte und dann 99 Items hatte? 99 Crazy, Sendbar- ja. Aber das hätte auch dein Spiel kaputt machen können. Ne? Ja, das stimmt. Ja, fass nochmal zusammen. Danke. Ich hatte halt dann Rot, Blau und Gelb, da habe ich es halt in einer Edition halt gemacht. Ja, gut. So, jetzt stehe ich genau vor dem Gras. Okay, dann. 3, 2, 1, reinrennen! Ja! Und das erste Pokémon ist. Oh, lol! Was? Ein wildes Ordoch. Oh lol, und ich hab ein Yugong. Yugong ist geil. Yugong, was? Ach, das war hier dieses Serum. Diese Wassereisrobbe, ja. Ja, Wassereisrobbe. Geil. Alter, oh, doch heilt sich einfach. What the fuck? Das hat eine Sinebeere dabei gehabt. Alles klar. Ich hör vor, einfach mal so ein Meisterball dabei. Ja, danke. Okay, aber jetzt kann ich es wenigstens mit meinem zweiten Angriff nicht töten. Hoffe ich. Oh, dann fange ich mir doch mal Ordoch. Was war denn Ordoch eigentlich? Ordoch. Ich glaube, ich hab's mal ungefähr im Kopf. Das sieht aus wie so ein Feentyp, aber Fee gibt's ja nicht! Ordoch. Oh, ich hab Yugong gefangen. Ehre. Ich hab ein Ordoch. Ah, das ist Ordoch. Oh, ich glaube, das war Tanky unterwegs. Ordoch ist normal einfach, okay. Aber entwickelt sich nicht. Und ist in der mittlerweile normal fehlt. Ja, toll. Wassereisseehund. Nice. Das ist halt geile Typ. Ja. Ding. Das. Dann ist das der gute Big Smooth jetzt wieder. Okay. Nächstes Pokémon abgecheckt. Da geht's. Ich auch. Let's go. Ich gegen dich kämpfen. Oh, jetzt hab ich auch Angst vor den Trainern, Alter. Die können halt jetzt alles haben, Mann. Es kann halt noch mehr jetzt irgendwie vorbei sein, oh mein Gott. Ja. Da ist ein Schlurp im wilden Gras. Gut, dass ich das nicht begegnet bin. Das ist so. Dass ich dem nicht begegnet bin, Markus. Den meine ich ja. Ich mag Schlurp nicht. Schlurp ist häslig. Oh, der ist ja wieder der krasse Feuermann mit dem Feuerhaar. Alter, vor allen Dingen habe ich ja jetzt nur 2 Gebiete Zeit, bis ich wieder gegen Markus ankämpfen muss. Wenn ich bis dahin kein Feuer-Pokémon habe, dann wird's aber lustig, Alter. Vor allem mit Hypnose auch noch, boah. Alter, nee. Hypnose und Konfusion und Tackle hat das ja auch noch bei gehabt. Ja. Alter, ist einfach terrible. Das ist wirklich wahr. Kein guter Start für mich. Ja, rede weiter. Ich bin so gespannt jetzt auf die nächsten Gebiete. Wir dürfen jetzt 3 Pokémon noch, also 2 noch weiterfangen. Ja. Das geht alles sehr schnell. Ach, Quatsch, nicht Beutel. Pokémon. Ich mag meinen Nagellotz wieder haben.
Irgendwie wäre es witzig, jetzt nochmal Nagellatz zu bekommen. Pfund rechte Hand. Okay, wow, das bringt mir halt auch nichts. Bitch. Und ich hätte Bock auf einen Starter, wenn ich einen Starter random begegnen würde. Ja, das wäre natürlich auch cool, ja. So ein Chillast, Kappa. Du meinst Pisa, Pisa! Pisa Sam! Das ist so witzig, dass er Pisa Sam genannt. Ja, ist halt einfach legit Pisa Sam. Laber nicht so viel. Ich muss unbedingt ansagen, ne, wenn du beim nächsten Pokémon bist. Ich bin echt neugierig. Ja. Das wäre so ein bisschen wie Lotto spielen, oder? So, man weiß nie, was kommt. So. Ja, stimmt. Irgendwie... Oder wie Roulette sind das noch trotzdem besser, glaube ich. Ja, ich glaube, das trifft es besser. So. Na, dann gucken wir doch mal, was die Trainer hier drauf haben. Was hast du für Pokémon dabei? Charlander. Ich warte so auf meinen Brutalander, ey. Das ist nicht gut. Das wird so kommen. Zorua? Okay, was ist das denn? Oh. Zora ist stark. Ach so, lol, das ist das. Das ist so ein Semi-Legi. Ja. Aber das ist nicht wirklich Legi, es ist halt ein mystisches Pokémon. Aber auf Level 4 ist es halt noch nicht stark. Ja, es ist so ein mystisches Pokémon. Das ist ja. So, na, wie Lucario. Ja, genau. Okay, mein erster Trainer hat. Oh, verdammte Achtung. Was hat der? Oh, der ist stark. Zapplalek. Das ist so ein Elektro-Wasserwurm. Boah. Achso, dieses Vieh, ja. Ich glaube, das war nicht scheiße. Alter. Oh shit, Alter. Oh, der Ont mit Kopfnuss vor. Okay. That's not my favorite. Aber könnte schlimmer sein. Funkensprung, okay, was passiert? Tot. Ist das meine zweite? Sudachiat? Was ist das denn? Ach! Kenn ich auch nicht. Ach, dieser Wasseraffe. Hä? Ja. Wer ist Sudachiak? Sodamark meinst du? Nein, Sudachiak steht da. Ah, das ist auf Englisch aus irgendeinem Grund. Ja, kann sein. So wegen Soda, weißt du? Ja. Aber schon die zweite Entwicklungsform von dem. Auf Level 4. Ich frag mich zwar wie, aber okay. Nicht hinterfragen. Nee. Aber dafür gibt's fette Erfahrungspunkte. Danke, LG. Geil. Ja, das haben wir halt, da haben wir einen Vorteil, was Level angeht, könnte jetzt einfacher sein mit der Challenge, weil wir Level 9, Sachen. Danke. Absorber, yes! Haben. Oh, Absorber ist geil. Jetzt wird's geil. Vor allen Dingen, ja, da kann ich mich immer wieder heilen. Das ist halt besonders gut. Wir sind übrigens gerade genau gleich auf, ne? Nice. Kann man ab dem Punkt, ab dem man eine Para findet, ist das schon ein neues Gebiet eigentlich? Ist das schon Route 20? Wo? Na, wo der Felsentyp, also vor dem Hof. Vor dem Hof ist Route 20, ja. Ja, also ist schon eine neue Route. Da, wo dieser Pokéball ist, ne? Genau. Da am Boden liegt. Ja. Oh shit, Alter! Oh was? Shit! Was hast du? Dragoran! Also als Gegner! Oh, scheiße. Alter, was? Ja, genau, Alter. Das tut mir so leid. Aber wahrscheinlich kann da noch nichts Gutes auf dem Level. Ja, natürlich kann der nichts. Der wird keine Drachenattacke können. Nee, denke ich auch nicht. Oh, Absorber ist auf jeden Fall. Ach, Drachenwut tot. Weil Drachenwut wäre jetzt dein Ripp für immer. Ja. Nee, er hat gerade Wickel eingesetzt, wenn ich mir so. Okay. Wickel ist noch eine Dragonier-Attacke, alles gut. Ja. Oder Tatini-Attacke. Alter. Meine hatte einen Quiekel. Ist richtig lame. Ja, das ist echt lame. Ich hab einfach so fucking Dragoran, Alter. Was ist los in dem Leben? Und ich bin im nächsten Gebiet. Windhose! Oh, der schleudert mich weg, oder? Nee, okay, geht voll klar. Okay. Ja. Okay, gut. Es geht noch. Ist noch alles im Rahmen. Donnerwelle, oh, Dragoran, ja. Dragoran ist halt böse. Dragoran ist echt böse. Er hat mich paralysiert. Nein! Okay, mein nächstes Pokémon ist ein. Oh, was hast du? Was hast du? Ich hatte auch noch nie gehabt. Ein Klick. Was? Klick. Warte mal. Klick, Dicklack. Ein Klick, Dicklack. Das sind so drei Zahnräder. Ach, aber so, die Viecher, nicht. Ja. Lol, Alter. Ein Klick, Dicklack. Ein Klick, Dicklack. Den Namen feiere ich. Klick, Dicklack. Ist feierbar. Alter, nee, das geht halt echt gar nicht klar. Ich glaube, Klick, Dicklack will ich gar keinen Spitznamen geben. Das ist hier zu gut. Ist einfach so weird und super. Okay. Das klingt schon wie so ein Spitzname eigentlich. Ja, ist halt echt so. Und dann hole ich mir noch das geheime Item hier hinten. Oh, damn. Den muss ich zurück ins Pokémon Center. Starke Attacke, Achtung.
Zweimal getroffen, okay. Bitte nicht töten. Bitte töten, danke. Oh, perfekt. Ich muss ins Pokémon Center, meine Pokémon heilen, bitte, tschüss. Ja, ich gehe jetzt ja auch kein Risiko ein, immer schön. Also, Riolu will ich das durchcarryen, damit ich am Ende Lucario habe. Hallo, das ist. Ja. Das ist safe. Das ist echt krass. Das muss jetzt durchgebracht werden, ohne dass es stirbt. Ja. Boah, Mann, diese Randomizer Nassau Challenge, die killt einen einfach nervlich. Das ist halt viel zu an. Man hat halt immer Schiss, dass das nächste krasse Gegner-Ding kommt, ne? Randomized. Oder dass man halt selber drauf geht. Ja. Ha. So, Route 20, jetzt will ich aber noch ein neues Pokémon sehen hier. Was ist denn dieser Angriff? Klidiklat hat einen Angriff, der heißt Klidiklis. Oder warte mal, ich muss noch mal durchlesen. Das klang richtig witzig. Ich hab das schlechteste neue Pokémon, Alter. Was hast du? Ein Enton. Oh, hey, du magst doch Enteron. Ja, ich mag Enteron, ja. Aber es ist halt... Oh, ich hab mit 2 Leben oder so überlebt. Holy shit, zum Glück. Aber es bringt mir halt auch nicht viel. Nee, das Enton hat halt nur noch 2 Leben. Okay. Es bringt mir halt aber nichts gegen Bronzel. Das Enton. Mhm. Naja, mal schauen. Ja, befreie dich doch nicht, Enton. Was soll denn das? Alter, das Klidiklack ist ganz schön stark. Also, ich könnte es ja töten, dann wäre es halt schon tot, dann hättest du es geschafft. Aber zum Fangen ist gerade echt schwierig. Ja, töten bringt ja gar nichts. Du musst es fangen. Ja, ich brauche das wirklich. Ich glaube, das war eine gute Unterstützung so. Welches Pokémon hat eigentlich dein Rivale? Botugel. Ah ja, stimmt, Botugel. Du hast so richtig lame. Wolltest du den Winter immer haben? Ja, Alter, es wird auch nie. Ich habe nur so ein safes Pokémon als Gegner. Mann, bleib doch drin. Aber der hat ja wahrscheinlich eine scheiß Fangrate, weil wir den wahrscheinlich nicht so typischerweise fangen. Ja. Ich verlabere hier gerade wirklich meine Pokebälle, das ist halt auch nicht gut. Pokeball, let's go. Komm, ja, tu das Klappstone. Ja, sieht gut aus. Nein, immer so, bevor es Klack macht, ey, das gibt's nicht. Das ist echt schade. Ich meine, den nenne ich nicht um. Dieser Name ist einfach schon wie ein Spitzname, ey. So, ich bin auf dem Hof. Neues Pokémon. Auf dem Hof. Und? Felino! Oh, Felino mag ich auch gerne. Felino? Oh, ich hab's gefangen. Ja, Ehre. Was ist Felino nochmal? Felino ist dieses Kaulquappenvieh. Das ist quasi der gleiche Typ wie, Sumpex. Boden, Wasser. Ah, I see. Ja, Das ist halt richtig solide. Ja, dann scheiß mal auf Enton, Alter. Ich nehme mir das Felino mit. Ehre, ich hab Klidiklack. Alter. Neuer Fan, Alter. Nie geschickt gefangen. Und der hat einen Angriff, der heißt Klick-Diskus. Okay. Das ist einfach mein Humor. Das ist feierbar. So. Bevor ich weitergehe, trainiere ich ein bisschen. Ja, ich auch, Alter. Und zwar Big Smooth jetzt erstmal. Okay, was wäre noch hier so im hohen Gras gewesen? Das ist dann auch immer spannend zu sehen. So mein, für die nenne ich jetzt einfach Sumpex. Guck mal, hier wäre nur ein Kleinstein zum Beispiel. Das wäre so viel lamer gewesen. Alter, echt. Also der Kleinstein fällt echt rag im Vergleich. Krass. Echt Glück gehabt. Mein Big Smooth kann einfach schon Eissturm. Alter, was? Das ist unrealistisch. Jo, ich bin so froh, Alter, hätte mich ownen können. Ich weißt du, der hätte Riolu voll nass machen können. Ich hatte voll Glück. Halt, echt. Oh, Roselia. Nee, nicht Rosana heißt das Vieh. Okay. Rosana. Vorwahl von Rosana. Okay. Was ist hier noch im wilden Gras? Wow, richtig lame. Ein Wollbeat. Oh, Pulverschnee. Ich geh mal aus der zweiten. Aua, bitte nicht töten. Ah. Nein, stirbt man nicht. Das ist ein guter Try bei mir gerade. Ja. Ey. Aber Rosana gegen Bisasam ist halt schon schwierig. Hätte mich halt mit Pulverschnee hätte mich lang machen können. Ja, wir müssen hier echt jetzt aufpassen, was wir trainieren, ey. Ja, weil es ist einfach nochmal eine andere Liga jetzt. Wir wissen nie, was halt kommen kann. Ja, wir müssen halt echt trainieren mal ein bisschen.
Also die Zeit nehme ich mir jetzt auch. Das habe ich einfach gerade gelernt. Es bringt halt auch nichts, wenn man halt nur durchwascht und dann irgendwie schnell drauf geht. Ja, wenn man zum Beispiel in der ersten Arena sterben würde oder so. Ich meine, das wäre schon... Ja, schwierig. Sowas verstehe ich halt überhaupt nicht. Ja. Das wär hart unangenehm. Ja. Mann. Leute, jetzt deine Pokémon in Obhut. Alter, Big Smooth erreicht Level 5. Nice. Hey. Ein kleiner Stern wieder. So. Dann schauen wir nochmal, wen wir hier noch als wilde Gegner bekommen. Oh, lol. Was kommt? Ein Irokex. Oh, geil. Ja, dieses Beef-Pokémon. Das man nur kämpfen will. Aber diesen Kampf wirst du verlieren. Eissturm, let's go. Alter, damit kannst du einfach alles wegownen. Ja, aber er muss halt erstmal stärker werden, der ist halt noch sehr low vom Level. Ja. Aber dann ist schon geil. Dann wird geowned. Also das heißt, ich habe jetzt schon mal eine richtig geile Waffe gegen ein Drachen-Pokémon, weil das könnte halt immer so eine Gefahr sein. Ja, Fee gibt's ja noch nicht in diesem Teil. Eben, deswegen ist Eis wichtig. Ja. Noch ein Felino. Ah, Alter, ich hatte so Glück mit meinem Klick-Lilak. Weil jetzt kommt eine Burma-Dame. Weißt du? Das ist auch voll lame. Was ist denn Burma-Dame? Achso, dieses Kiefer. Ja. Du weißt. Ich weiß. Das, was eigentlich eine Entwicklung in den Drachen bräuchte. Genau. So wie jedes zweite Pokémon. Könnte eigentlich ein gutes Drachen-Pokémon werden. Oh lol, Alter! Ein wildes Geowatt! Danke dafür! Nice. Hast du wieder ein Klicky-Duck? Alter. Aber zum Glück habe ich Absorber. Oh, noch keine Kopfnuss dagegen, Brühe, das ist super cool. Warum kann der Lade voran? Kann der irgendeine Elektroattacke? Ich hoffe nicht. Nein! Er kann Elektroattacke! Oh, und was heißt? Oh, okay, ich dachte, der unten mich jetzt komplett weg. Puh. Ja, das dachte ich eben bei Pulverschnee auch. Eieiei, der hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Aber ich habe zum Glück, er ist halt nur Level 2 zum Glück, der Gegner. Na gut, dann geht's. Klick die Duck, ja. Deswegen, huiuiui, ich dachte gerade, jetzt ist wieder Rip schon wieder mit Big Smooth. So. Ei, Riolu hat noch keine geilen Attacken. Aber reicht dafür. Lol, was ist das denn? Hornwiesel. Ja. Ist okay. Mann, das bringt was ganz anderes mit sich, ne? So viele neue Pokémon zu sehen. So ja, Alter. Ist halt echt so. Hat was. Ich mag das voll gerne. Aber ey, ich habe jetzt richtig Angst. Also muss auch sagen, ich finde jetzt ein ganz anderes Feeling. Es fühlt sich jetzt schlimmer und gefährlicher alles an hier. Ja, du kannst bei jedem Pokémon kannst halt sterben im Endeffekt. Ja, wildes Pokémon geht noch so, aber halt Trainer könnt halt, der könnte halt alles haben, ne? Ja. Komm, Bisasam, greif an! Du bist nicht verwirrt. Ja. Man muss mal gucken, was mein Felino eigentlich so drauf hat. Nichts. Ich meine, mein Sumpex! Aquaknarre, Rutenschlag und Lebensüber. Das klingt doch ganz solide. Ich wollte einen kaufen. Habe ich, Pokéball habe ich 8 Stück. Ein Tränk habe ich, glaube ich, gar nicht so krass benutzt. Passt schon. Ich habe sowieso kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld mehr auf der Bank. Bin völlig abgebrannt. Und ich finde es immer schön, wenn man gegen Geowatz kämpfen kann. Vor allem mit dem Wasser-Pokémon. Gute Pier. Okay, das war jetzt schon mal ein krasser Start, so. Und da ist der nächste Trainer. Schauen wir mal, was er am Start hat. Ich habe ein bisschen Angst. Hey, bist du noch nicht bei dem Rivalen? Ja, auf dem Hof? Nee, ich habe langsam gemacht. Ach so. Ein Happy Tag. Das ist natürlich gefundenes Fressen für meinen Eissturm. Ja.
Schön Eis drauf ballern. Boah, ich merke schon, wenn ich Big Smooth jetzt ein bisschen trainiere, Eissturm, alle Eis-Pokémon ist halt schon stark. Ist schon stark. Also. Das stimmt, Joe, das kann krass werden. Ja. Auch schon Level Up, Level 7 ist er jetzt. Perfekt. Tschüss, Marvin. Todeskuss. Tot. Nein, einfach schlafen. Okay, ich versuch's. So, den nehmen wir zwar nicht mit. Machen wir ein bisschen die Story weiter. Und gehen wir hier noch den Pokéball mit. Und es ist halt wirklich ein Pokéball. Naja. Ist real. Real Sheet, meinst du? So, und dann dürfen wir hier auch noch direkt schon den nächsten Boy oder Girl in unser Team catchen. Ich würde sagen, let's go. Und. Hallo. Was hast du denn jetzt? Soda Cheetah. Was ist das denn? Das ist die Weiterentwicklung vom Wasseraffen. Achso, lol. Das hatte ich auch schon, aber nur als Trainerkampf. Sehr witzig. Oh lol! Ein Vunera! Aber ich kann es mir nicht fangen. Aber es ist ein Baby-Pokémon, es gibt nicht viel Erfahrung, also tschüss! Als ob das auch eine Beere hatte. Der hat einfach auch eine. So, der Cheat hat einfach eine Beere gehabt. Was soll das? Was sind die alle so OP? Ja, ist jetzt aber auch schon wieder nur als Backup-Pokémon, finde ich, weil ich jetzt ein Wassereis-Pokémon habe. Ein Wassereis-Pokémon? Lecker. Ein Wassereis, lecker. Wo ich sagen muss, ich bin eigentlich gar nicht so der Wassereis-Fan. Ich mag das eigentlich gar nicht. Ah, doch. Ab und zu ist das schon mal ganz lecker. Ich habe bestimmt seit. Lass mich lügen. So 7-8 Jahre habe ich schon kein Wassereis gegessen. Okay. So. Na gut. Auf Level 8 war das Pokémon von dem Rivalen, ne? Auf dem nee, Treibpool. Achso, schlimm. Nein. Nee, das war Arena-Leiter. Ja, 8. Ja. Ja. So, Soda Cheetah. Wie nennen wir den denn? Wer dann zuletzt die gefollowte männlich ist. Oder Kia Mitras. Wir nennen ihn Mitras. Von Captain Mitras. Okay. Er hätte besser werden können, aber es muss ihm mitliegen. Du hast gerade Level 8 ist er, ne? Genau, Level 8, glaube ich. Zumindest war das ohne Random. Ja. Und dieser Samen, hau dich doch bitte nicht. Die Level werden nicht anders sein. Ja, denke ich auch nicht, ne? Und was hat der? Ein Botugel? Easy Game für mich. Einfach legit easy. Okay. Ah, ich glaube, mein Bisasam stirbt jetzt. Was? Oh, 4 Leben! Bei wem? Einfach ein wildes Pokémon. Was? Ja, ich dachte, ich schaff's noch, aber Bisasam ist verwirrt und hat sich einfach selbst gehauen. Alter, Botegel hat noch einen Volltreffer auf Big Smooth rausgehauen, ich habe nur noch 7 Leben. Oh, Hilfe. Alter, Geschenk ist halt noch ein bisschen böse, glaube ich. Ja, ab und zu, ja, aber eigentlich nicht. Ah, der Riolu war es jetzt nicht so schlimm, okay. Uiuiui. Okay, Alter. Genug trainiert. Kannst du heilen? Botugel hat mich jetzt wieder geheilt. Und das war sein Ende. Hoch die Hände, Wochenende. Leider noch nicht, es ist das Dienstag. Ja, aber für mich ist Wochenende. Echt? Ja, ne, ich kam ja aus dem Nachtdienst. Oh Mann. Ja. Ich muss bis Donnerstag arbeiten, Freitag Uni, Samstag habe ich frei, Sonntag bis Mittwoch wieder arbeiten und dann habe ich aber von Mittwoch Nachmittag bis Sonntag durchgehend frei. Das ist cool. Ja. Dann wird's wieder nice. Der und sein scheiß Bronzel, Alter! Sumpex, mach ihn lang! Sumpex, was? Ja, ich hab einen Sumpex. Genau. Nein, ich habe natürlich nur Felino, aber. Vorher war so ein Verkissumpf. Alles war schwer zu fangen. Ja. Das auf jeden Fall.
Okay, Aquaknarre bringt nichts. Wie wär's, wenn ich doch mal Bisasam reinschicke? Vielleicht. Bisa. Ja, das ist richtig. Du hast einen anstrengenden Kampf auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Bringt ja gleich Pflanzenattacken was gegen Stahl? Nee. Gar nichts, Alter. Aber er macht mir zum Glück nicht viel Schaden, weil ich einfach Level 12 bin. Ja, Level 8. War wirklich nicht wirklich effektiv. Was ist denn noch effektiv gegen Stahl außer Feuer? Boah, ich bin da gar nicht so drin gerade, was für Stahl angeht, weiß ich gar nicht. Ich habe halt immer Feuer und das war halt dann immer safe. Ich könnte halt höchstens Biss oder so nehmen, damit seine Psycho-Seite angegriffen wird. Ja, stimmt, natürlich. Und zu Psycho. Ja, stimmt. Ja, klar. Ja, mach das. Ich glaube, da fährst du noch am besten mit. Ja, das gibt's halt öfter als Feuer. Dieser Sam ist verwirrt. Hat sich verwirrt und selbst verletzt. Warum tust du das? Why are you doing this, Pisa Sam? Stop this, this is madness. Und da ist Wixmuff Level 8. Ja. Und da ist Markus tot. Pure und Z setzt den Trainer ein, Alter. Nicht schlecht, die sind böse. Aber auf dem Level ist. Ich sag mal so, auf dem Level kann alles noch ein bisschen besser ausgehen als später mal. Später wird's heftiger, wenn die so auf Level 30, 40 sind, die Gegner. Ja, wenn die schon die krassen Attacken haben, denn. Ja, das ist das Problem. Chris, ich habe richtig Bock auf dieses Projekt, die ganze Edition hier zu erkunden, weil ich auch keine Ahnung habe, wie das so ausgeht hier. Und ich freue mich einfach, das alles zu erkunden. Ich hoffe, dass keiner von uns komplett down geht. Sondern dass es halt dadurch entschieden wird, wer das als erstes durchspielt. Mal gucken, Alter. Das wäre halt wirklich schön. Wir müssen halt immer genug Tränke kaufen und immer taktisch klug vorgehen hier. Taktisch klug kann ich nicht. Ich kann drauf, ich kann rein. Yeah, meine Pokémon sind geheilt, danke. Tschüss. So also ein Voltilam hätte ich halt auch echt gerne jetzt. Ein Voltilam? Ein Voltilam. Ja, weil ich gerade auf dem Hof sind ganz viele Voltilam. Oh lol! Ein Yugong! Ah, du auch jetzt. Ja, aber ich kann es mir nicht fangen. Schade. Aber ich kann es töten. Ich hab gehört, ist ganz schön stark. Bisasam, du bist dran. Das ist Eis, später, pass auf, es hat Eis, es tötet deine Pflanzen. Nee, nix, Alter, ich bin Level 12. Ampelleuchte, was ist das denn? Käferattacke. Käfer ist ja auch stark gegen Pflanze. Nee. Doch, hat gerade Ampelleuchte gemacht, das hat mir gut Schaden zugefügt für die Verhältnisse. Okay. Käfer ist sehr effektiv gegen Pflanzen, weil Käfer fressen Pflanzen. Ah, ich höre sein Papier, okay. Ja. Absorber regelt aber. Oh, scheiße. Was denn? Er hat einen Elektroball, der Gegner. Das kann Finale, obwohl auf dem Level vielleicht nicht. Ja, Elektroball können auch immer Finale, oder? Oh, ich hoffe nicht. Ultraschall. Ultraschall ist ja auch richtig schlimm. Oh, wow. Alter. I'm not happy with this. Warum nicht? Und der denkt so, hello there. Hello there. Hello darkness, my friend. Er kann durch hier. Und talk again. Okay, Big Smooth wird rausgeholt. Alter, was? Was? Es taucht einfach ein wildes Mashomai auf. Uiuiui. Alter, was? Ja, erstmal ein schöner Fußkick für meinen Sumpex. Alter, erstmal ein kleines Mashomai. Ich meine, warum nicht? Ist okay. Wow, kann man sich ja mal zwischendrin gönnen, ne? Ja, ist easy, Alter. Alter, das gibt's doch gar nicht. Bisofunk? Was ist das denn? Ach, ist das dieses... Oh, und das ist dieser Tauros-Klon. Ja. Ja, das krieg ich gehandelt. Oh, Raserei, nicht gut. Krieg ich gehandelt. Oh, Raserei. Hm? So. Nochmal austauschen, bevor der Silberbeck wirkt.
Alter, braucht eine bessere Attacke, Alter. Ich mach nur Ruckzucki. Ich mach auch die ganze Zeit nur Tackle. Ich mach auch nichts. Der Sound war nice. Oh, Offenlegung. War das eine Damage-Attacke? Das war, glaube ich, eine Kampfattacke. Nee, eine normale Attacke, Stärke 30. Okay. Ziele dich. Okay. Ja, dann mach ich Geschichte weg. Immerhin Gesicht- besser als gar nicht. Gesichte und nicht Geschichte. War das Gesichte? Echt? Ja, Gesichte. Ich dachte immer, das heißt Geschichte, weil das würde voll Sinn machen, so mit der Lupe. Okay. Okay, sie hat einen Sichlor. Nicht schlecht. So. Jaul. Oh, ich hab gerade voll erschrocken von der Einblende. Ich dachte, was kommt jetzt für ein Pokémon? Vakuumwelle? Vakuumwelle, Mann. Ja, sicher hat gerade Vakuumwelle auch eingesetzt. Das klingt irgendwie mega stark irgendwie. Nee, war's aber nicht. Hat fast gar nichts gebracht. Naja, aber klingt so. Ja. Als würde es Beziehungen beenden. Ich hätte so einige Leben beendet. Oh, ein Kiesling. Oh, das ist auch krass. Hab ich nicht fangen, aber wär cool gewesen. Kiesling wäre auch krass, ja. Dann seine scheiß Vakuumwelle, was will er denn damit? Guck hier, neue Attacke, die kennst du nicht, hallo. Hallo, neue Attacke. Ja. Kann zwar nix, aber ist cool. Supex, er hat einen Lebensschuss, yes. Nice. Yo, und sie setzt einfach Glurak ein, willst du mich verarschen? Dezent! So, Leute, damit habe ich diese Challenge gewonnen. Nix, Alter. Ich habe einen Sumpex. Vergiss das nicht. Ein Sumpex, ey. Einfach nach rein, Alter. Ah ja, schon effektiv. Ja, Glura kann doch nix. Bam, One-Shot! Okay, vielleicht auch nicht. Nee? Nee, nicht wirklich. Es wäre lustig, wenn er einfach noch so eine Mega-Entwicklung einsetzen würde, ob Tools die auch noch nicht gibt. Glut, ja genau. Wen willst du verarschen, Bruder? Glurak ist down. Alter, 314 Erfahrungspunkte. Geil. Boah, yo, da ist ein Letaking im wilden Gras. Alter. Vor allem, wie siehst du denn, was da im Gras ist? Einfach gegen... Der hat mich angegriffen. Achso, ja. Ich dachte gerade, dass man sieht, was im Gras ist. Die Story ist bei. Wir sind nicht bei Pokémon Let's Go. Ja, aber das wäre schön, wenn wir da wären. Nee. Warum nicht? Welches besser? Oh, okay. So, dann wollen wir mal gucken, was Lebensschuss so kann. So, habe ich jetzt hier alles fertig? Ich glaube, ja, gut, im Pokémon, aber das war nur X-Abwehr, das machen wir nicht. 55, Alter. Geil. Ich sehe gerade nicht, dass ich wieder falsch laufe, aber ich glaube nicht. Warum können wir noch nicht lang? Der lässt uns nicht runter. Nee, ich glaube, wir können wieder zurück. Warum bist du denn so weit vor mir? Was soll denn das? Ich glaube, du hast dich doch so aufgehangen an dem einem Gegner. Was hat er gehabt? Bronzong. Bronzong, ja, genau. Bronzong hast du dich, glaube ich, nur. Das war ein Unterschied. So, meine Pokémon sind jetzt. Alle ready to fight soweit? Ja gut, die halt nicht. Ich trainiere. Ich habe jetzt ein bisschen. Ich merke, ich habe gerade ein bisschen Zeitvorsprung. Ich trainiere erstmal ein bisschen Klick-Dilak. Klick-Dilak? Klick-Klack. Muss ich an den Namen noch. Klang du und ich, Alter. Ja, komm. Let's go. Der Hausmeister einfach so ein Tauben-Pokémon. Okay, gegen ihn selber kämpfe ich jetzt nicht. Guten. Danke. Das wäre ein bisschen wasted. Was? Was? Hm? Was? Was setzt er ein? Ach, dieses Aeropteryx. Dieses Bodenflugvieh. Das auch, glaube ich, ein Steinzeit-Typ so, ist. Ja, Fossil-Pokémon. Lol, Alter. Steinzeit-Vieh. Du bist aber down, weil du ein Boden-Pokémon bist.
okay, ich trainiere hier nicht in diesem Gras. Also ich will mit meinem Klicklack trainieren. Was ist die ersten drei Pokémon, gegen die ich kämpfe? Klicklack. Ja, lol. Bringt dir jetzt nicht so viel, ne? Nee, da gehe ich wieder nochmal eine Stelle weiter. So, hoch, lol. Markus, renn mir nicht die ganze Zeit hinterher. Danke für die Parameter. Bitteschön. Ich glaube, gegen Kleinstein kämpfen macht auch nicht so viel Sinn, typmäßig. Warum nicht? Okay, doch. Ich zermalbe einfach diesen Stein. Du zerreibst ihn so zwischen deinen Fingern. Tue ich halt wirklich mit der Attacke. Das sieht halt auch von der Animation genauso aus. So zwei Zeilenräder, wo dazwischen Kleinstein ist. Ja, sehr gut. Sieht echt böse aus. Und die Leute, ich hätte richtig Pech haben können, jetzt einfach ein Schaloko. Die Weiterentwicklung vom Baumpel, weißt du? Ah ja, ah ja, stimmt. Jo, ich hatte halt so Glück hier mit den Pokémon. Und schon wieder ist es ein Jugum. Da kann ich doch noch mal ein bisschen reindippen mit Bisasam. Dipp mal rein. Ja. Mal ganz kurz ein bisschen gedippert. Dann bin ich nämlich auch Level 13, dann kann ich in die Arena gehen und alles wegownen. Hm. Ich glaube, ich kämpfe nicht hier weiter. Die bringen mir nicht die gute Erfahrung und dann sind so Pokémon da, wo man sich so drauf aufhängt. Das ist dann auch doof. Vor allem bevor die Arena kommt, kommt ja nochmal die Trainerschule, die zwei ja. Kleinen Kids. Ja. So. Rasierblatt erlernen! Yes! Oh, nice. Das kann man sich mal gönnen. Ja. Das ist alles, was ich jemals wollte. Mit deinem kleinen Schillast. Bisasam! Da bin ich ein bisschen neidisch drauf, dass du den hast. Bisa, bisa! Ladybar wird in den Kampf gesetzt. Hallo, jetzt geht's aber los. Lebensschuss hat keine Wirkung auf Ladybar? Was soll das denn? Was geht bei ihm? Okay, wow, das hat jetzt erstaunlich viele Erfahrungspunkte gegeben, what the fuck. Aber ich will auch erst Level 2. Ja. So einen kleinen Stein würde ich mir gönnen. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Es wäre cool, dass bei dir andere Pokémon auftauchen als bei mir, weil die sind ja im Gras. Zubat. Sind die ja relativ gleich, ne? Also zumindest kommen immer die gleichen Pokémon in einem Flecken Gras. Ja, genau. Das bleibt, genau. Es ist nicht dauerhaft random. Das finde ich auch sehr cool. Ja. Nice, dass wir eine unterschiedliche Edition spielen. Oh, das ist alles so nice, man. Oh, und später auch noch, ja. Ey. Huiuiui. So, ich bin gespannt, was mich jetzt in der Trainerschule erwartet. Ich hoffe, nichts Böses. Etwas sehr Böses. Na schon. Er sagt, yo, man, falls ihr verliert, Kinder, man kann auch aus Niederlagen lernen. Ich denke so, nee, in dem Spiel nicht, wenn ich nie tot bin. Wenn du tot bist, bist du tot. Dann ist einfach Game Over. Ja. Nein, der hat einen Lunastein, der Boy. Schwierig. Lunastein ist schon. Obwohl, schade, dass du kein Wasser-Pokémon hast. Ich hab Eissturm. Hab ich doch, aber noch keine Wasserattacke. Ja. Ich setz Eissturm ein, Lunastein wird ab. Er setzt Hypnose ein, ich wär ab. Okay, sehr gut. Keiner Wasser. Ich noch eine Hypnose ab. Ehre, aber jetzt treffe ich mit Eissturm. Sagst du. Hab ich, aber okay. Hat gar nicht so viel gebracht. Und Volltreffer, bam, Junge. Big Smooth, Ehrenmann, wieder am Start gewesen, danke dir. Big Smooth hat einfach die Ehre erfunden. Ja, dauerhaft. So, Gregor ist schon mal down. Lern mal bitte aus deiner Niederlage, Gregor. Oder frag mal deine Mutter oder deinen Vater, warum sie dich Gregor genannt haben. Ja, lern mal, Bruder, Alter, lern mal. So, was hat das Girl? War ich zu gemein, jetzt werde ich bestraft. Achtung, Karma. Achtung, Leute. Oh Gott, ich hab Angst, irgendwas kommt jetzt. Ich hör's jetzt am Ton, Achtung.
Oh, ich kann nicht stark. LOL! Er hat, die hat einfach original Vegimark. Was ist denn ein Vegimark? Ja, dieser Affe, dieser Pflanzenaffe. Als ob das, ach so. Also ja. Entweder, stimmt, ja. Entweder war das jetzt hier an der Stelle irgendwie nicht randomized, oder es ist halt so randomized, wie das halt einfach zufällig war jetzt, dass er wieder der Affe kommt. Weil Lunastein war ja randomized. Crazy, lustig. Ja, mal gucken, was er denn bei mir hat. Ja, da bin ich gespannt. Chillig. Das war jetzt echt entspannt gewesen, zum Vergleich zu den anderen Sachen. So, ich bin sowas von bereit für die Arena, Kappa. Oh, ah, ich bin nicht bereit dafür, nein. Aber eventuell die Trainer. Weißt du, dass ich die Trainer einfach von der Arena erstmal noch zum Trainieren. Ach ja. Aber wir machen heute gar nicht mehr so lange, weil ich muss ja morgen wieder in die Frühschicht. Ja. Also sagen, wir machen noch die erste Arena, oder? Ja, genau. Und dann. Aber bei mir dauert es halt noch ein bisschen, bis ich bei der ersten Arena bin. Ach so. Ja, erst, mal gucken. Ich bin ja erst bei dem Hund. Wenn nicht, wir sehen uns übermorgen wieder in Pokémon. Ist das so, ja? Ist das so? Ich hoffe doch. Ja, sehen wir. Ich hab frei. Sehr gut. Dann spricht ja nichts dagegen eigentlich. Exactly. So. Dann, Pokémon sind ganz schnell, Hilfe. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Geld. Ich glaube, sollten wir uns noch ein paar Tränke kaufen, auf jeden Fall. Ja, Tränke sind. Weil daran sollte es dann nicht scheitern. Ah, ich glaube, ich muss mich mal, sonst werde ich zu müde, mal ein bisschen aufrecht wieder hinsetzen. So. Ein bisschen mehr. So, ja. Dann kommt mehr Sauerstoff in deinen Körper. Ja, apropos Sauerstoff, das wäre doch eine gute Sache, mal so langsam. Sauerstoff ist immer eine Sache, die man machen kann, ja. Oh scheiße, warum setze ich denn? Aber wir machen ja nicht mehr so lange, deswegen. Ja. Ich setze Absorber ein, obwohl ich einfach hätte Rasierblatt einsetzen können und das Vieh komplett wegauen können. Na gut. Na gut, ich bin ja aber auch krass. Bist du krass? Ja, sehr krass. So, ich habe wieder mein ganzes Geld ausgegeben. Nice, so muss das sein. Ich frage mich, wann sich Sumpex entwickelt. Du mit deinem Sumpex, das verwirrt mich voll. ich wollte gerade so aus Reflex sagen, ja, Sumpex entwickelt sich ja nicht. Nicht? Schade. Nee, sorry. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sich das nicht entwickelt. Markus, warte, ich muss dir noch Sinelbeeren geben. Ich muss jetzt erstmal. Ja, genau da bin ich schon, Chris. Genau da bin ich schon. Ja, jetzt mal. Du hast das erste Mal verloren. Alter. Du wirst wieder geowned in der Trainerschule. Du wirst einfach weggeowned. Ich werde hier alles bestehen. Ich will der Allerbeste sein. Keiner von mir war. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. So, mal gucken, was ihr habt. Ihr Lulaches. Sollen wir trainieren? Nein, ich werde euch vernichten! Nein! Was denn? Cool. Ah, ich hätte im ersten krassen Serpi voll fangen können. Das wäre cool gewesen. Das wäre natürlich nice gewesen, ja. Okay, was hast du? Magnezone, Alter! Oh, jetzt geht's auch mal los hier, Junge. Nimm den Bodentyp, dann bist du safe. Ja, ich hab zwei Bodentypen. Ich hab ja hier Sumpex und. Ja, aber. Einfach mal ein Magnezone rausgeknallt, Alter. Zum Glück habe ich schon eine Bodenattacke. Evoli. Hier ist einfach ein Evoli. Oh, traurig. Das wäre cool gewesen. Wie traurig. Das wäre sehr cool gewesen. Was habe ich jetzt erst Pokémon bekommen? Ja, Big Smooth, ja, da war alles gut. Ich habe einen Yugong bekommen. Ich beschwere mich nicht. Alter. 504 Erfahrungspunkte. Danke dafür. Alter. Okay, jetzt bin ich auf den anderen gespannt, ob der auch wieder nur den Affen hat. Ja, mal gucken. Also nicht programmiermäßig so am Ende irgendwie vielleicht als ein Charakter am Ende, weißt du? So, weggehauen, Evoli. Tschüss, Evoli. Was hast du, kleines Schulkind? Nee, Yugong hat sie. Was hier, Yugong? Ja. Gegen das habe ich ja nicht schon 50 Mal gekämpft oder so. Richtig lame. Oh, hier ist ein Serpifoy. Ich hätte sogar ein eigenes Serpifoy gefangen. Das wäre cool gewesen. Ich glaube, du hättest lieber einen Bisasam gehabt. Bisa. Nein. Doch, klar, doch. Chillast ist schon.
Hallo, Bisasam, habe ich gesagt. Naja, sag ich ja. Ja. Alter, nach zweimal Ampelleuchten verwirrt. Bisasam, mach keinen Quatsch. Ja, danke. Rasierblatt. Mach nicht diese. Mach nicht diese, Bruder! Und ein Onix. Oh nein! Oh nein! Oh, okay. Was? Zuck. Es hätte sein können, dass wenn Bisasam weiter verwirrt gewesen wäre, dass ich mich jetzt, also dass ich jetzt das verloren hätte. Aber es war zum Glück vorbei mit der Verwirrtheit. Das wäre auch heftig gewesen. Alter. Vor allen Dingen, ich habe ein Pflanzen-Pokémon draußen und sie einen Yugong und sie sagt, obwohl mein Pokémon im Vorteil war vom Typ her. Hast du schon mal den Pokémon gesehen? Ich denke, der ist in der Schule. Ja. Bist du ein bisschen dumm oder so? Oder sie, ja. Obwohl, ich trainiere lieber noch ein bisschen. Ich meine, ich bin ja gerade eben in der Arena gestorben beim ersten Trial. Ja. Lieber ein bisschen eher auf Safe gehen. Wie gesagt, ich bin ja noch hier, ne, in der Trainerschule. Eben, ich führe ja noch auch noch, von daher. Ja. Oh, ein Medaillenkoffer, danke dafür. Ich glaube, mit Click die Luck bin ich ganz gut gewesen. Weil er hat so diese Special-Attacke, die nur er kann, die wirkt halt richtig, die und halt alles weg, die macht halt immer zwei Angriffe hintereinander, weißt du? Das ist krass. Quasi wie Doppelschlag. So. Genau, ich guck gerade mal, ob das eine Weiterentwicklung hat oder ob das so bleibt. Ne, das ist schon die Endentwicklung. Boah, das ist die Endentwicklung tatsächlich. Alter, das hat zwei Entwicklungen. Das stimmt, das erste ist glaube ich nur so ein Zahnrad. Nee, ja, keine Ahnung. Nee, das erste sind zwei. Dann die erste Entwicklung ist dann ein großes Zahnrad mit einem kleinen. Und das dritte ist dann halt so ein Riesenzahnrad mit dem kleinen und so einem Stahlring drumherum. Okay. Ist quasi von Magnetilo abgekupfert. Krass. Oh, was erlernt denn das alles hier? Kann ich ja kurz mal gucken, wenn ich auf der Seite bin, Leute. Boah, Shiny sieht das episch aus. Aber gut, danach können wir nicht gehen. Als nächstes, wir haben jetzt Level 6. Der lernt als nächstes. Das ist schwierig. Klammergriff, Ladestrahl, Atomie, Spiegel-Self, Salve. Spiegel-Self? Gangwechsel, Blitzkanone und Hyperstrahl. Geil. Ja, kann man mit dem. Bin happy mit. Huch, Leute. Langsam werde ich sogar müde. Du sagst, langsam werde ich müde und das Spiel ist einfach dunkel geworden. Alter, hier ist so eine Elektrospinne. Voltula. Die sieht echt schön aus. Also designmäßig ist die sehr gut gemacht. Aber gegen Stahl. Keine Chance. Sorry. Bye bye. Sorry, oh, but not sorry. Knüppelt. Spinnennetz. Einfach die Attacke Spinnennetz. Lol. Okay. Ich kann nicht fliehen. Okay. Böse. Ist wie Grimasse. Nee, die Grimasse nicht. Horrorblick. Nee, Horrorblick, ja. Macht aber voll Sinn, finde ich, bei Spinnennetz, wenn man dann so eingeklebt ist wie Spider-Man, weißt du so? Ja. Aber was ist mit Fadenschuss? True. Ja. Hast du auch nicht drüber nachgedacht? Hast du nicht drüber nachgedacht? Alter, die Chance, hier sind so viele Serpifoys, das hätte eigentlich so safe passieren müssen, dass ich jetzt Serpifoy begegne. Hätte es. Aber gut. Ja. Ist es aber nicht. Also ich muss ja richtig drauf aufpassen hier auf das Pokémon. Vor allem, das entwickelt sich in der ersten Stufe erst auf Level 38. Wow, Alter. Das heißt, ich habe richtig Glück hiermit. So. Okay. Abi trainieren kann ich nicht mehr. Das heißt, wir trainieren, würde ich sagen, mit den Arena-Trainern. Das klingt doch schon mal nach einer guten Idee. Und das waren seine letzten Worte, bevor er verloren. Und da wurde er zerstört einfach. Ich bin schon gut aufgestellt, so, aber da kann halt trotzdem irgendwas sein, was mich halt komplett weghauen so, und dann schauen. Das könnte sein, ja. Lass dich überraschen. Ich will nicht mich überraschen lassen. Warum nicht, Markus? Entschuldigung. Ich hab Angst. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Ich hab ein bisschen Angst. Finde ich in Ordnung. Hallo Jude, bitte schenk mir ein Tafelwasser. Dann wäre ich voll happy. Ich möchte ein Tafelwasser haben, danke. Danke dir. Ich hätte also, nach Meisterball fragen sollen. Alter, jetzt muss mein Bisasam gegen den Bisasam kämpfen, oder was? Das finde ich nicht okay. Ich
Okay, Chilas ist das bessere Bisasam. Ich werde es beweisen. Genau. Also, kämpfst du gerade wirklich gegen Bisasam als Chilas? Ja, ich kämpf gerade mit Chilas als Bisasam. Ja, verwirrend. So, Chilas ist ein Bisasam und ein Bisasam ist mein Gegner. So, da sind wir wieder bei der Arena angekommen. Ey, ey. Ja, nice, Alter. Bester Place to be, sag ich mal. Knofensa, schon mal Ehre. Was beim ersten? Ja. Oh, lol, Alter. Da kann er nix. Knofensa ist schon mal super. Ja. Ja, und der wird mich da nicht wirklich irgendwie jetzt hitten können. Oh nein, er setzt Wachstum ein. Oh nein, Wachstum, Hilfe, Alter. That's too much for me. Beste Attacke in the game. Ja, ja, total. Er setzt nochmal Wachstum ein. Okay, jetzt ist halt schon riesig. Jetzt, Alter, der ist bereit, dich zu swipen. Der macht dich jetzt gleich weg. Da kennt er nix. Aber halt Wachstum, ne? Der boostet gerade seinen Angriff und Spezialangriff. Ja. It's Clefairion! Oh, scheiße. Alter. Aquana! Ja, genau, Alter. Setz doch einfach eine Aquana in den Kampf. Ist richtig. Level up. Clefairion haben wir schon mal weggestrikt. Wow. Hast du es geschafft, ja? Oh, Aquana setzt doch nicht Sandwirbel ein. Was soll das denn? Kanivana. Musst du aufpassen wegen Rough Skin, oh, ne? Oh, Hound. Keine, genau. Keine physischen Attacken. Asibrat, go! Pokémon wechseln. Nee, ich glaube, da fahre ich ganz gut mit Klickliederk. Galapafloss, was ist das? Ach, das ist auch ein Wasser-Pokémon wahrscheinlich. Ja, das ist auch dieses Schildkröten. Ja. Achso, das ist doch auch Boden und das ist, Alter, da bin ich mit meiner Pflanze viermal effektiv gegen. Ja, gönn dir. Alter, ich mach das so weg. Ich töte dieses Vieh, bis es wieder lebt und töte es nochmal. Voll, Leute, voll doof, dass ich überlegt habe überhaupt. Ich habe ja auch Donnerschock hier. Also, ciao, ja. Kanivana. Ja. Das ist ja Elektrostahl. Ist mein Klick-Klick. Das ist ja mega gut. Oh, und nochmal Level Up. So muss das. Alter, warum wertet ihr die ganzen Attacken ab? Was soll das denn? Ich habe jetzt dreimal hintereinander Absorber eingesetzt, hat alles abgewehrt. Crazy. Okay, jetzt aber. Holy shit, was für eine Nervensäge. Okay, ich fühle mich eigentlich wirklich bereit für den Arena-Kampf, Leute. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr trainieren soll. Ich mache jetzt einfach mal den zweiten Trainer. Ha, schaffst du schon. Im Endeffekt weißt du ja eh nicht, was kommt. Vielleicht hat Arena Leiter auch Mirapla und irgendwas anderes. Ja, klar, aber vielleicht jetzt auch ein Brutalander und Dragonier. Aber dafür hast du noch Eisattacken, oder nicht? Okay, da setzt Kronk ein. Kronk, Leute, nicht Kronk. Was haben wir jetzt hier? Ich wollte gerade sagen, hey, er setzt Kronk ein. Was ist Kronk für ein Pokémon? Dann hat er was geschafft, weil er, wenn du ein Pokémon bist. Ja. So, nimm mal Ranja. Platscher. Kronk setzt Platscher ein. Was? Platscher, oh nein. Da haben wir es gerade noch für ihn fahren, weißt du? Jetzt setzt Kronk Platscher ein. Nicht mehr verbunden, weißt du? Kastadur, was ist das denn? Kann ich nicht. Och, lol, das ist dieses Stahlpflanzen. Aha. Ist das so eine Nuss? Ja, das ist so eine Nuss, ja. Ja, okay. Da muss Bisasam mal wieder ran. Jo, der levelt hier hoch mal Klickliederk. Nice. Alter. Und ein Zickzack, scheiße. Das schaffe ich nicht. Ein Zickzack ist jetzt ein bisschen zu krank. Ein Zickzack, da bist du verloren. Aber, ne, wir wissen immer nicht, was der Arena-Leiter hat. Ja, der Arena-Leiter hat bei mir auf jeden Fall nichts Gutes. Hm? Gegen Stahl komme ich nicht an. Hm. Ich geh jetzt einfach zur Arena zum Kampf drauf und. Ja, wenn ich drauf gehe, mache ich den Stream aus und beende halt Pokémon für immer und spiele nie wieder Pokémon. Nie wieder Pokémon spielen, danke, tschüss. Nein. Das Ding ist, ich find's krass, dass wir nicht mal ein Pokémon bisher irgendjemand verloren hat in dem Raum. Es könnte sich jetzt aber ändern. Ja, darauf müssen wir uns mental immer vorbereiten, dass man mal zwar keinen ganzen Kampf verliert, aber dass man mal ein Pokémon verliert, das wird passieren. Alter, dieses nervige Vieh boostet seine Verteidigung halt bis zum Himmel. Ich kotze im Strahl.
Okay, dann sind wir wieder beim Arena-Leiter. Ich hoffe, ich mache dir nicht zu viel Stress. Oh, damn, Leute, ich habe Angst. Ich habe echt Angst davor, das könnte böse werden. Hey. Plinfer, oha. Okay. Plinfer. Ah, ich habe Donnerschock. Das ist schon mal gut. Ah, oh, Sinne wäre geil. Okay. Kann ich Sorgen machen. Och! Und sie setzt wieder ihren Trank ein, oder was? Ich glaube es nicht. Sowas dürfte für NPCs, müsste das verboten werden, finde ich. Müsste verboten sein. Die dürft keine Tränke und so einsetzen. Nur wie aber ich so viel, oh, ich Volltreffer. Oh, ich glaube, bei dir geht da gleich jemand raus. Nee, ich habe einen Volltreffer gelandet. Ach so, okay. Ja. Bei mir geht überhaupt keiner raus. Schlurp. Schlurp. Na gut, Schlurp ist normal. Das klingt machbar momentan. Galoppa, Alter. Geil. Da bin ich genau richtig. Darfst du fangen, ne? Nein, leider nicht. Das ist das letzte Pokémon von der Arena-Leiterin. Ach, du bist beim Arena-Leiter? Ja, bin ich. Was? Was? Ja. Da bin ich wohl da. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Na gut, ich habe halt schon immer wieder ein bisschen trainiert und so. Ja, stimmt, okay. Ja. Ich habe extra nichts gesagt, Alter. Ja, ich merk schon, ey, böse. Krass, jetzt sind wir dann fast am Ende vom Stream gleichzeitig hier. Ja. Alter, jetzt brenne ich auch noch, Alter. Supex, auf zu burnen. Und damit habe ich den Arena-Leiter besiegt. Sehr gut, Alter. Hätte ich sagen wollen, ich bin tot. Ja, Spaß. Glaub ich dir nicht. Nein. Ich hab's geschafft. Ich hab noch 8 Leben und ich brenne. Bitte. Oh, 3 Leben! 3 Leben! Holy moly, Alter! Und das ist der erste Orden. Sehr gut. Nice. Ihr habt reingeguckt. So. Saubere Arbeit. Alter, dieses Verbrennen ist halt einfach Cancer. Ich kann nur mit Sumpex gewinnen, aber. So wie es im Moment aussieht, war das schwierig. Ich habe die TM-Kraftschub bekommen, Chris. Ja, die habe ich vorhin auch bekommen. Ja. Oh Gott, Alter, ich muss zwei Hits aushalten. Oh, das wird halt echt. Ich setze hier Trank nach Trank ein. Das ist einfach. Du warst vorhin bei mir, Chris. Du weißt, was dann passiert ist. Ja, bei mir geht's. Ich habe ja noch den Elementvorteil. Hm. Jetzt geht's aber, jetzt mach ich dich lang. Du scheiß Galopper. Du scheiß Lopper. Filino, es war schön mit dir, aber du musst leider sterben. Glaube ich. Ah, ne, geht. Komm schon, mach es! Nein! Es ist noch am Leben! Alter, mit so einem Fitzel. Und wir gehen die Tränke aus. Ich will Felino nicht verlieren. Das ist auf jeden Fall nicht möglich. Komm schon, Felino, komm schon. Du darfst nicht sterben. Du bist der beste Mann in diesem Team. Abgesehen von Bisasam. Okay, jetzt aber. Letzter Trank. Dann geht's ran. Ja, au. Okay, sehr gut. Okay, jetzt, du kannst nichts, Galoppa, du kannst gar nichts. Dein Leben ist verwirkt! Aquaklarre! Go! Yo, jetzt! Ah, ich hab's geschafft! Geil. 637 Erfahrungspunkte. Slam! Ja, bitte, erlernt Slam. Oh, sehr gut, Alter. Sehr gut. Ich freue mich so, dass Sumpex überlebt hat. Holy shit, wie knapp war das denn? Nice.
Erster Orden. Erster Orden, er ist geschafft. Ja. Ja, Markus, diesmal sind wir beide da. Ja, aber ich muss sagen, ich bin so happy mit meinem Team. Wie bist du so? Ja, naja, Bisasam und Sumpex sind ganz gut, aber die anderen beiden, naja. Ja, ich hab halt drei gute, ne? Ich hab halt Yugong, dann mein Riolu und dann noch Klicklack. Ja. Und das, halt diesen Wasserhafen, der ist halt nicht in meinem Team drin. Der kommt ja, dann auf die Backup-Box. Ja. Halt, ich halt das. Ich brauche halt noch unbedingt ein Feuer-Pokémon oder ein Unlicht-Pokémon. Ah ja, egal. So! Wollen wir das für heute lassen? Ja, ich würde sagen, wir waren jetzt erfolgreich. Ich bin froh, dass wir jetzt an dem Punkt wieder sind so und dass wir wieder was vorzuweisen haben, sage ich mal. Auf jeden Fall, dass wir das jetzt geschafft haben. Ja, Trumon, ey. Und da freue ich mich so krass. Ich habe wirklich Bock, Mann. Ich freue mich, hier weiterzumachen. Ja, ich auch. Und wir sind jetzt hier beim guten Punkt, finde ich, um auszumachen. Aber schließ das Spiel nicht. Ich muss dir noch gleich erklären nach der Beendigung und Aufnahme, wie du speicherst. Genau. Ich bedanke mich aber erstmal bei meinen Zuschauern fürs Zusehen. Sage tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Dem kann ich mich da anschließen.